So, Freunde des guten Moltons, heute zeigen wir euch mal, was man Tolles mit unserem Panama-Stoff machen kann. Panama ist ein Baumwollstoff, der sich hervorragend als Leinwand eignet. Zuerst haben wir uns hier solche Rahmen gebaut und die zusammengetackert. Dann haben wir unseren Panama-Stoff ausgelegt und uns ein Stück angezeichnet. So sieht der Stoff aus, wenn er entspannt ist. Und dann geht's los, wir bespannen den Rahmen. Man arbeitet hier immer von innen nach außen und gegenüber. Wichtig ist, dass man immer alles schön stramm hält. Ich tackere also die Mitte und als nächstes die gegenüberliegende Mitte. Und dann arbeite ich mich weiter an den anderen Seiten von innen nach außen. Die vier Ecken werden eingeschnitten, umgefaltet und dann auch getackert. Anschließend wird die Leinwand grundiert. Wir empfehlen weiße Acrylfarbe. Hier natürlich alles gut einpinseln, denn jetzt nimmt der Stoff sehr viel Farbe auf. Ist die Farbe trocken, habt ihr eure eigene Leinwand gemacht. Das ist natürlich viel günstiger als fertige zu kaufen und man kann das Format selbst wählen. Den Stoff findet ihr im Molton Markt Shop. Link in der Videobeschreibung. Ciao!